Obrigado, Costa Cobano, Brasiliano Uli oder so. Ich habe leider kein Portugiesisch gelernt in meinem Leben bisher, deswegen einfach mal willkommen in Brasilien, liebe Radsport-Enthusiasten. Vier Radsport-Enthusiasten. Ja, hier wieder die übliche bekloppten Haufen mit dem Stormy. Hallo. Dem Shadow. Hallo. Und dem Bacon. Ank, ank. Und Bacon muss sich konzentrieren. Zu fahren. Klappt ja, nicht. Das versuche ich auch. Klappt auch nicht so ganz hier. Bacon konzentrieren. Bacon fahren, rennen. Fahren. Oh, ist aber schön Schatten. Und die roten Reifen sind die schnellen Reifen diesmal. Ja. Naja, auf der Strecke mit Lila, Alter. Ich glaube, da würdest du genau das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich nur neben der Strecke rumeiern. Ich war auch schon neben der Strecke. Ah, das ist kein gutes Qualifying. Absolut nicht. Der Motor hat gerade gefurzt, soll das so? Ja, aber wirklich. Schade, dass du dich aufnimmst. Allein wegen der Szene hätte ich mir jetzt angeguckt. Also ich hatte jetzt keine Bildlatenz. Vielleicht war es so eine Tonlatenz. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ich habe immer Latenz im Kopf. Ja, das ist ja normal. Da müssen wir alle mit leben. Wie war das überhaupt Brasilien bei der Einfahrt, bei der Boxeneinfahrt? Muss man da bremsen? Ich fahre die Boxeneinfahrt nie. Oh. Außer in Monaco. Was? Ich habe die Frage nicht verstanden. Muss man in Brasilien bei der Boxeneinfahrt, muss man davor bremsen oder übernimmt der Computer rechtzeitig? Ja. Ich würde da nicht mit 300 okay. reinbrettern. Oh. Also, so sehe ich das doch gerne. Okay. 1, 2, 3, 4. So sehe ich das auch kann gerne. Man machen. Ich sag mal 1. Nach der ersten Kurve werden wir nicht so rausgehen. Übrigens, ich habe eine Theorie, warum der Shadow jetzt immer so abzieht. Der hat bestimmt hier im Controller diesen Widerstand da rausgeschraubt. Der kann jetzt doppelt so viel Gas geben. Genau. Je fester man die Tasten drückt, ja, schneller ist das Auto. Kannst du jetzt tiefer reindrücken, deswegen kannst du mehr Gas geben. Ah ja, tiefer finde ich gut. Oh ja, immer. Ja, wir nehmen heute gibt es vieles Autos. Ach echt, Jeff. Wow. Der Intelligenzbolzen, Alter. So. Was? Ich sollte in der 8. Runde rein, weil wir nur 10 Runden fahren? Was ist das für Quatsch? Nein. Ich soll in der 7. rein, jetzt sind 18, glaube ich, wieder. Ja, weil das so schnell ist hier. Achso, das macht immer Sinn. Oh Gott, sie sind alle vor mir, Hilfe, geht weg. Wow, der Vettel schon wieder, ne? Ja, danke, warum danke, denn hier? Vettel. Geht weg. Warum ich bremse? Weil ich da eine 90-Grad-Kurve habe, wenn ich innen bin. Boah. Alle haben es gesehen, der Bacon hat mich gerade ein Feuerwerk beschossen. Nein. Ja, so richtig. Hass. Ein riesen Funkenregen. Einfach nur Hass, Leute. Die Visier getonnert. Das hatte ich noch nirgends okay. gesehen. Okay. Tommy, schütze uns dein Herz aus. Ach, Vettel mal wieder. Was auch sonst, ey. Ohne Scheiß. Bottas, gibt's einfach nicht. Könnte auch sein. Nee, diesmal war es mal wieder der Vettel. In guter alter Tradition. Hat er mich voll weggestummt. Keine Ahnung, die Riesenkurve nach Startziel habe ich sowas von ausgekostet. Also, hat keiner gesehen. Ja, ist gut. Hast du gerade den Vettel getötet? Nee, ich habe mich an ihm vorbeigequetscht. Und ich habe bei anderen Rennen dafür schon einen mit Latin gefällt sofort zurückholen. Bekommen. Okay. Dominik, was machst du? Ich sehe, dass du hinter mir bist und versuche dich zu verwirren. Wow. Dass ich noch lebe, ist ein wahres Wunder gerade. Bring mich bitte nicht um! Ich bin vor dir. Ich darf Empfehlung aussprechen. Shadow Bacon, schaut euch meine Aufnahme an. Die erste Runde. Reicht schon. Mehr braucht ihr gar nicht gucken. Wow. Wow, ja, natürlich! Was macht ihr denn da vorne? Vorsicht, ich komme recht, Shadow. Da hast du mich echt abgedrängt. Ich bin einfach auf die Strecke wieder gefahren. Ja, wenn du auf die Strecke fährst, wenn du runtergefahren bist, dann musst du aufpassen. Irgendwas ist bei mir kaputt gegangen. Mhm.
Ja. Der Konzentration gerade beim Fjalk? Ja, ich hab da ein Shadow hinter mir. Okay, das ist ein Grund, sich zu konzentrieren. Und ich mach dem alles nach. Echt? Das wollte ich ausnutzen. Hammer ins Gras. Oder in eine Wand. Ich fahre jetzt einfach mal auf die Boxeneinfahrt zu und dann ziehe ich im letzten Moment rechts rüber, aber sag ich ihm vorher nicht. Ah. Der diabolische Masterplan. Oh nein, jetzt bin ich in der Box. Fände ich lustig, wenn es der Wahrheit entspräche. Das DRS ist jetzt aktiviert und wenn du dich höchstens... Oh, Jeff hat mich gelobt. Vor dir in der DRS-Zone befindest. Okay, hier, Jeff, kannst du mich hören? Alter, Hamilton! Ja, da kann Hamilton vielleicht nichts für. Vettel wird mich töten. Also eventuell ist Hamilton unschuldig, so prinzipiell. Ja, nee, er stand gerade mitten auf der Strecke, ganz nah zur Ideallinie, wo ich gerade kam. Ja, eventuell hat er daran nicht die Schuld, dass er so stand. Ja, ja, das ist schon okay so, aber ich habe mich halt saumäßig erschreckt davor, dass da plötzlich ein Auto mitten auf der Strecke steht. Und bin sehr weit außen rumgefahren. Wortwörtlich durch die gesamte Kurve. Änderung bestätigen. Ah, okay. Ich verstehe schon. Bacon hat mal wieder gebumst. Ja, macht er in diesem Rennen oft. Der Bacon ist der Hulk von F1 2017. Ohne Witz. Ah, überhaupt Bacon nicht. Eigentlich müsstest du ein grünes Auto fahren. Mit lila Schlappen drauf. Ah, vielleicht bestätige ich doch nicht die Änderung. Ach, scheiß drauf. Ich guck mal eine Runde lang, wie es geht. Okay, die Kurve am Ende Startziel, die ich eh schon mal verkacke, wird nicht leichter damit. Hallo Bottas. Okay, noch ist nicht alles verloren. Wann fährt man eigentlich rein? 8 war das, ne? Ja. 7. Bei mir ist 8. Na, fahre ich einfach eine Runde früher rein, irgendwie 6. Shadow, du fährst 7. rein? Er schlägt mir gerade eine alternative Strategie vor und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, ob ich nachsehen will. Ja, mach mal. Nee, Regen ist ja nicht angesagt. Wetterbericht. Was? Mir sagt er gerade auch was von einer alternativen Strategie. Ah, der Regen wird in 10 Minuten abklingen. Es regnet. Hä? Wetterbericht. Ich soll jetzt in der 5. schon auf gelbe wechseln. Im Moment kein Regen. Also er ist sich heute. Ich hab das anscheinend bestätigt aus Versehen mit Reden. Ja, normal geht Sprachsteuerung bei mir nicht. Ja, aber kannst du ignorieren. Solange es nur ein Reifenwechsel ist, kannst du es komplett ignorieren. Okay, ich bleib draußen. Oh oh. Alter, was? Keine Strafe dafür? Okay. Na gut. Mich beschweren. Einfach hinnehmen. Gerade sowas von die Boxenlinie überfahren und trotzdem. Fjalk hat jetzt, glaube ich, auch Nitro angemacht. Naja, was? Vielleicht hast du auch einen kaputten. Die mich hier vor dir her scheucht. Vielleicht hast du auch einfach einen kaputten Flügel. Nope. War einfach. Scheiße. Wie wir alle. Immer. Zu jeder Zeit. Ich jetzt wieder die ganze Zeit hier im Gebälk rumfahre. Ne? Du musst diese Runde reinkommen, sagt er mir. Na gut. Jeff, ich vertraue dir. Ist ein Fehler, aber ich mach's. Ich hab keine Ahnung, warum. Das Geile ist, ich bleib immer noch die ganze Zeit innerhalb der Sekunde auf Bottas. Obwohl ich gelben Flügel hab. Gut, ich fahre auch die ganze Zeit fett, weil ich, wie auch schon in den letzten Rennen, einfach mit ein bisschen mehr Sprit an den Start gegangen bin. Oh, ich bin jetzt 18. Ja, das ist ja an sich klar, wenn du so früh in die Box gehst.
Dev hat gesagt, das ist eine gute Idee. Jeff trinkt auch. Das ist auch eine gute Idee. Irgendeiner steht vor Start-Ziel. Ich bin's nicht. Nee, ein NPC ist das. Mal die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, gehe ich jetzt auch rein und wechsle früher auf gelb? Okay, kurz vor der Boxeneinfahrt, links steht einer. Oder rollt vielleicht auch, weiß ich nicht. Ist jedenfalls ganz, ganz links an der Bande gewesen. Du kannst auch so mit ordentlich Geschwindigkeit in die Box fahren. Oder? Nee, das ist... Ich mache jetzt mal regulären Boxenstopp inklusive Flügelwechsel. Ja. Hülkenberg scheint das gewesen zu sein, der das Problem hat. Boah, ich komme nicht an die Leute ran, ey. Ach, stimmt, Brasilien ist ja die entspannte Boxenausfahrt, wo man... Nee, Hülkenberg. Ja, wo eine halbe Runde in der Box fährt. Ja, vor allem, wo du ja nicht fahren musst, wo ja der NPC fährt. Kommt wieder der kritische Teil für mich, hab Autos vor mir. Ja, tut mir leid, Dominik, was da... Aber ich war einfach nur froh, ich wollte eigentlich nur wieder auf die Piste und wieder versuchen, Kontrolle über das Auto zu kriegen. Ich soll jetzt am Ende der Runde rein. Ist das okay? Ich gehe jetzt rein. Ja, ich gehe jetzt rein. Gut. Ich habe da einen weggeboxt. Ich habe vergessen, wer es ist. Hamilton, glaube ich. Finde ich gut. Alter. Oh Gott. Ist das richtig? Soll ich krieg gleich gelbe Reifen? Soll das ja. Ja. Du bist ja mit Rot gestartet. Rot und dann kommt Gelb. Dann kommt Grün. Nein, ich wurde gedreht. Yay, schön. Was wurdest du? Ach, gedreht. Ja. Schön, schön. Ich sehe den Shadow sogar hier. Ich sehe den Shadow auch. Und davor sehe ich den Fjalk, oder wer ist das? Das bin ich. Achso, das bist du. Ach nein. Wir drei hintereinander. Oh, ja, ja. Ah, Shadow, wie langsam fährst du denn? Hä? Wir sehen geringfügig. Da ist eine Kurve. Ja, aber du schleichst ja gerade total über den Kurs. Nein. Du fährst Standard, ne? Krass, ich stelle auf Mager runter. Ich Fehler, weil der Bacon hinter mir ist. Kannst du jetzt ja aufhören, Fehler zu machen. Oh, warum fährst du so langsam? Weil ich jetzt aus Fett wieder ausgemacht habe. Jetzt habe ich dich ja überholt. Hast du das gespürt gerade? Du hast mich ganz schön angedatscht. Also dein Flügel durfte eigentlich nicht mehr ganz heil sein, oder? Es war nicht angedatscht, das war wirklich... oh Gott. Das war nur mal so Hand anlegen. Aber jetzt hat er Abstand, keine Sorge. Mal eben die Hand aufs Knie. Ja, ich war auch kurz davor, bei Twitter einen MeToo-Beitrag zu schreiben. Ein was? MeToo. Ach so, ja. MeToo und ich fand das geil oder so, oder?
böse Kommentare heute bitte beim Baiten unter das Video schreiben. Es sei denn, ihr regt euch über Shadow, schreibt es auch bei mir runter. Ja. Wegen Algorithmus, Kommentare bringen auch negative, bringen uns nach oben. Und gelöscht werden die sowieso nicht. Ah, queer. Weil man löscht sie manuell. Ja, richtig, das war das andere. Was ich zum Beispiel immer mache, wenn irgendwie Spam-Scheiße oder Beleidigungen kommen, lösche ich die. Mir kackegal, ob ich dadurch irgendwie weniger weit oben bin. Ich bekomme auch mal Leute, die mir anbieten, ein Intro zu machen. Ich bekomme die Leute mit Sub for Sub. Nee, das habe ich nicht mehr. Wobei ich sogar extra in meiner Kanalinformation stehen habe, dass ich diesen Bullshit nicht unterstütze. Ja, aber als ob die Leute, die sowas... Ja, klar. Aber das... Ja. Bevor die sowas schicken, machen die erstmal für jeden eine halbe Stunde Recherche. Ja, gehen schon. Dem scheint das gerade ein bisschen langweilig zu werden. So klingt es zumindest gerade hier. Ferg, auf welchem Platz bist du denn eigentlich? Das ist ja peinlich. Ich dachte gerade, wieso komme ich denn an keinen Rand hier? Ich Weil du erster fett. Bist? Ja. Aber ich habe das echt nicht gerafft. Ich dachte, ich wäre auf dem zweiten oder dritten. Also eher auf dem dritten. Hallo. Okay, also ich glaube, meine Strategie, nicht Jeff zu vertrauen, hat sich bisher zumindest ausgezahlt. Und wenn Dominik schon so früh drin war auf Gelb und ich habe ja erst eine Runde später mir die gelben Reifen geholt. Ich habe mir zwei Runden später die Reifen geholt, also ich darf auf jeden Fall durchfahren. Ja, ich werde auch durchfahren. Ja, durchfahren ist klar, aber die Reifen vom Bacon könnten was länger... Ja, nee, besser sein. Ja, keine Ahnung, ob das da jetzt wirklich einen großen Unterschied macht, aber wichtig war mir, also ne, ich habe nicht zu früh... Und das Lustige ist auch gerade, ich sehe... Fahr halt auch nicht mit Weiß. 5, 4, 3, 2 vor mir. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und ich sehe den zweiten gelben Punkt nicht. Der Fjall ist also mal wieder irgendwo sonst wo. Ich bin 11 Sekunden vor Vettel. Okay. Ich sehe dich aber auch nicht auf dem Radar, wenn die Karte sich dreht. Unten. Ja, hier wieder Blödsinn. Versucht die ganze Zeit an den Grosjean ranzukommen und den vielleicht zu überholen. Noch ist alles drin hier. Ich hab's nicht gesehen, ganz kurz. Du kannst uns eine Ansichtskarte schicken, wenn du durch bist, Pjalk. Du bist so leise. Ansichtskarte. Ah, da ist der Pjalk. Oh Gott. Ist ja eklig weit weg. Okay, denn. Also egal was passiert, solange der Fjalk sich nicht rausbombt, komme ich auf den definitiv nicht mehr ran. Nee, ich habe ja auch jetzt den Widerstand rausgeschraubt im Controller. Komm schon. Boah, Grosjean, lass das. Boah, du dämliches Stück Scheiße. Alter, was ein gelecktes kleines Würstchen, ey. Ich sag's noch. Ach, willkommen bei einem werbefreundlichen Video. Ist ja, doch egal. Spaß für die ganze Familie. Für Deutschländerwürstchen zum Beispiel. Ich hab Angst, ein Zombie fährt vor mir. Völlig zu Recht, ich hab jetzt Hass gerade auf den Grosjean. Ist dein Flügel heil? Ja, ja. Brauchst du anderthalb Runden, um an den Ficker dran zu kommen, dann hast du DRS, schaltest auf Fett um und der schiebt dich einfach weg. Werbung für Haftpflichtversicherung ist ebenfalls möglich. Ja, nein, Jeff, ich mache keine alternative Strategie. Strategie beibehalten. Alles klar. Bacon, ist bei dir irgendwas passiert? Nein. Nichts, was für dich wichtig. Irgendwas, oder was? Nichts, was für dich wichtig wäre.
allem hat der Dreher auch so viel Zeit gekostet gerade, dass die anderen definitiv nicht mehr einzuholen sind für mich. Selbst wenn ich den Grosjean doch nochmal kriege. Becken? Ja. Jeff hat mir gerade gesagt, was bei dir ist. Ja. Ach scheiße, ein Team, der petzt da ja. Ja, Jeff hat mir auch gesagt, ich soll eigentlich immer in die Box kommen, aber... Ja, warum tust du das? Nee, ist alles gut. Ich habe nur ein bisschen Zeit verloren. Gut. Ich habe es gerade auf dem Radar gesehen, dass dein gelber Punkt neben der Strecke war. Ja, ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Ich habe noch nicht mal Vollgas gegeben beim Rausbeschleunigen, aber es war irgendwie so... Dominik, ich würde dich ja vorlassen, aber da der Bottas mir nicht wirklich wegfährt, ist der 7. Platz für mich auch noch möglich. Und dann gebe ich auch den 8. noch nicht her. Ihr habt gerade keine Bröckchen fliegen sehen, oder? Nein. Also ich weiß nicht, ob Dominik was gesehen hat. Ich nicht. Hey, bei meinem Husten, da fliegen immer Bröckchen. Nee, ich habe gerade ein DRS-Schild abgeräumt. Ja, schön für dich. Grüne Flagge. Was? Shadowrun hat die Session aufgegeben. Warum? Was passiert? Das ich habe den Bacon überholt. Nee. Wieso hast du... Hä? Hä? Aber Entschuldigung, ich meine, was ist denn passiert? Also du warst gerade eben noch hinter mir und dann warst du weg. Ich habe gesagt, ich habe DRS. Ja. Dann hast du gesagt, das ist schön. Und dann war ich neben dir und dann, Ja, also bei mir warst du nicht neben mir. Ich hatte den Pfeil hinter mir gesehen und der war auf einmal weg. Tut mir leid. Das gucke ich mir nachher gerne einmal direkt in der Aufnahme an. Bin ja gespannt drauf. Weil ich habe eigentlich drauf gewartet, dass irgendwie links neben mir ein Auto auftaucht. Tut mir leid, also bei mir habe ich dich nicht... Ich habe auch nichts gemerkt, nicht so wie den einen Bumser vorhin. Ja, vielleicht habe ich auch, weil du bist du zumindest ein bisschen links-rechts, dadurch bin ich verwirrt worden und dann bin ich vielleicht auch hinten drauf gefahren und dadurch rausgeflogen. Ja, es kann sein, dass ich mich nochmal wieder ein bisschen gerade positioniert habe, ja. Was halt... Du, da hat es der Bacon wahrscheinlich wieder nicht mitgekriegt wegen falscher Übertragung. Ja, ist dann doof für die Meisterschaft für mich. Ja, für mich war es das jetzt auch. Hä? Was passiert? Boah, mein Flügel ist komplett im Arsch. Na klasse. Oh, der Grosjean, der geht mir so auf den Sack hinter mir. Und zwar so, dass ich nicht mehr vernünftig fahren kann. Strategie ändern. Ja, schraub den bitte vorne einen Betonklotz dran. Darth Shadow ist wieder da. Moment mal, ist das verbessert bestimmt sein Fahrverhalten. Hoffentlich komme ich noch an dir vorbei. Hoffentlich komme ich noch an dir vorbei. Du bist nicht so nah hinter mir. Ich sehe dich noch nicht. Außerdem, ich fahre ja auch. Ich halte jetzt nur den 11. ein bisschen auf. Also Magnussen stellt sich auch halt ein bisschen blöd an. Also. Schau mal doch mal dem Fly. Ach so, ich dachte, du wärst schon in der Box gewesen gerade jetzt. Deswegen. Er hat ja keine Kamera. Oh, ich sollte vielleicht mal lieber frühzeitig nach links fahren, nicht, dass mich da gleich einer... Oh, hatte ich wirklich gar keinen Flügel mehr. Passiert. Aber müssen sie weniger wechseln, geht sicherlich schneller. Muss mein Ohr jetzt jucken? Fertig, los jetzt! Hast Pass. Du niemanden, der dich kratzt? Nee. Oh, außerdem... Oh, Jalk. Da war das. Ah, jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Okay. Oh, ich will das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ach nee. Ich habe mich aber noch immer nicht überrundet. Ich sag mal Bescheid, wenn du über Startziel kommst. Jetzt. Okay, gut. Ja, nee, dann. Schauen wir doch mal, ob wir ohne UI den Stormy finden. Ich glaube, das wäre Stormy. Soll ich dafür sorgen, dass das andere Team nicht zu viel Punkte Vorsprung kriegt? Nein. Sowas würden wir nicht machen.
Dormi, das war Rasen? Ja, ja. Ich habe gerade das Benzin umgestellt. Hui! Ach, ich mach's jetzt aber wirklich ein bisschen. Also Fjall, gleich nicht erschrecken, weil ich jetzt keinen Bock habe, noch eine Runde zu fahren. Ich roll rechts aus. Wo? Ich komme jetzt auf Startziel. Also, Tommy hat gerade Benzin umgestellt. Ja, dann sehen wir uns nicht mehr. Nee, doch, wir sehen uns noch. Wir sehen uns 100 Pro noch. Nee. Weil, also ich bin Startziel auf dem grünen Bereich. Nicht erschrecken. Okay. Dann bleibe ich einfach in der Mitte und hoffe, dass uns nichts passiert. Ja, da wird uns nichts. Warum fährst du ja nicht zu Ende? Ja, ich kann jetzt ja mal eben Schalk überholen lassen, dann brauche ich nicht mehr die letzte Runde fahren. Gelbe Flagge. Was ja keiner gehört hat, bevor wir angefangen haben, als sie all darüber unterhalten haben, wie viel sie geübt haben. Und so habe ich gesagt, ich muss nicht üben, ich habe Skills. Zweiter Sieg im dritten Rennen. Nur mal so. Ja, und damit habe ich halt außerdem jetzt noch die meisten Rennsiege von allen. 4. Ja, und ich bin auf Platz 5. Ja, Volker ist jetzt meilenweit weg, weil die Red Bull sich gegenseitig ausgeschossen haben. Wie ist das nur passiert? Aber auch, ich muss mal auch eben zugeben, mein Deo versagt. Das ist ein Pokal! Das ist ein Pokal! Danklicherweise bin ich noch vom Stormy. Noch. Ja, Volker wird knapp. Okay, 118. Fehlt 38 Punkte in der Konstrukteurswertung, vergiss es, das holen wir nicht mehr auf. Aber Forke könnte noch McLaren überholen. Ja. Und komm, jetzt in Abu Dhabi, Doppelsieg. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ich glaube, in Abu Dhabi wirst du keinen Regen kriegen.